Kirby 64 ist ein Super Mario 64 Fake. Also wirklich, man sammelt Sterne ein, man hat dabei Fähigkeiten, die man benutzen kann und viel, viel mehr. Und heute schauen wir uns das kostenlose DLC an. Das Main Game habe ich schon in zwei separaten Videos gespielt. Also, die Playlist ist unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut ihr euch vorher an und viel Spaß mit dem Video. Okay. Ich möchte kurz sagen, in dem Spiel geht es um eine Kiwi. Wunderschönes Wasser mit der Auflösung. Und da ist unser Kackhaufen. Und irgendein König erwacht. Und hier ist unsere Butze. Mein Controller ist verbuggt. Ich drehe gerade! Muss ich das jetzt mit Tastatur und Maus spielen? Egal, rein ins Pingeloch und wir helfen dem Pizzaboten. Ja, ich bin's. Was für Two of You, Digga, du hast meinen Pizzaboden geklaut. Jetzt gib mir meinen Pizzaboden wieder. Oh! Fuck, ich sterb gerade. Der Entwickler hat ein Spiel gemacht, da geht's auch um eine... Ich will jetzt nicht Flugratte sagen, aber um eine Flugmaus vielleicht, ja. Und hier... Oh nein. Nicht ihr schon wieder. Okay, natürlich sammeln wir alles ein. Oh mein Gott. Natürlich sammeln wir alles ein, alle 50 Räder. 10 von diesen komischen Diamantsplittern. Und das in jedem Level. Es gibt anscheinend 3 Level. Und ja, stimmt, die konnte man ja alle umbringen. Ah, und man kann wieder immer zurück wieder in die Hub. Das ist, oh mein Gott, ich sag nicht, man muss alles immer neu einsammeln. So. Okay, dann haben wir schon eins. Und das ist jetzt anscheinend so ein Tower, wo wir immer nach oben müssen. Das ist ein echt cooles Konzept. Und es ist noch ein Japano-Level oben drauf. Ah, nein. Nein, sammel es doch ein. Und jetzt. So cool gemacht mit den Tafelwänden, dass es immer weiter nach oben geht mit dem Turm. Die Wichser schon wieder. Die lilanen Dinger sind echt leicht. Sind echt leicht platziert, aber diesmal. Es geht wieder hoch hinaus. Und die Ringe gibt es auch wieder. Bringt es was, die Flugbilder umzubringen? Da ist schon der nächste, genauso wie du. Aber irgendwas erinnert mich dieses Level, aber ich weiß nicht an was. Ja, vielleicht an einen japanischen Turm. Aber das Level ist echt cool designt. Hier, die für die Weeps einfach so japanische Schrift einmal reingeballert, weil die sonst nichts anderes ballern werden. Ich habe wieder meinen coolen Turboantrieb. Da oben ist schon das nächste. Genauso wie du. Warum haben wir aber die Kristalle in roten Punkt? Bin ich Red Nose Reindeer oder was? Nächster Ring. Ich hoffe, man hört übrigens meinen Tastatur und Maus nicht. Und dann haben wir schon mal alle 50 Zahnräder. Die sind da unten gespawnt. Den holen wir einfach komplett am Ende. Oder ist der hier gespawnt? Dann haben wir schon 7 von 10. Dann geht's weiter hoch hinaus, um einfach nur dich zu finden. Überhaupt keine Enttäuschung. So geht's hier noch weiter hoch. Ich habe ein Kristall übersehen. Hier ist so ein... War das vorher schon da? So, ich heb mal ihn hier auf. Und jetzt fehlt noch eins. A few moments later. Oh mein Gott, stimmt. Es gab ja diese Kackringe. Oh mein Gott. Ich Vollidiot. Ich suche die ganze Zeit nach einem lila Kristall. Wir haben das erste Level auf jeden Fall erledigt. Und es gibt Story. Ist echt cool gemacht worden. Aus diesem kleinen, einfach so Mario 64 Game, ein kleines cooles Story Game rausgemacht, wo es aus irgendeinem Grund um Engel und Tod und Leben geht, was ein bisschen merkwürdig ist. Aber und unser Pizzabote wird entführt und wir sind eigentlich eine Kiwi. Aber warum ist der Typ eine Melone? Warum bringt eine Melone einen Engel um? Beziehungsweise, ich denke mal, das ist die Story. Digga, ich check gar nichts mehr, Digga. Ich bin wirklich, das ist die zweite Cutscene im Game und ich check's nicht. Ist das Game gerade abgestürzt? Ist es nicht. Ich check gar nichts von der Story. Es ist übelster Fiebertraum. Aber es geht ins zweite Level und... Die zweite Welt, eine Wüstenwelt. Man kennt's nicht anders da. Und es gibt eine neue Mechanik. Und wir haben den Cowboy-Hut auf. Oh mein Gott. Ah, das ist ein Schwingseil. Mein Gott, wie cool. Und man ist auf einmal so schnell. Da ist schon mit der erste. Mein Gott, was ist das hier? Ein blauer Stein um den... Ah, okay, das ist wieder so ein Collectible. Aber warum sind wir so schnell? That's what she said. Und hier sind jetzt doch Züge vorbei, weil die mag ich. Lustig, lustig. Und das Spiel überzeugt mich immer mehr. Lasst mal ein Like und ein Abo da. Oh, Bruder, diese fucking Skelette. Ich war zu blöd, da hochzukommen. So, okay, und hier ist jetzt... Oh, mein, nein, hier komme ich wieder raus. Jetzt muss ich wieder alle... Also, dass man alle Zahnräder nochmal neu einsammeln muss, ist low. Ach man, ich muss ja auch alle Collectibles wieder einsammeln. Junge, was geht da ab? Ich bin ja so verdammt schnell. Das höre ich sonst nur von Frauen. Nein, das höre ich auch nicht von Frauen. Ja, das ist so ein... Also eigentlich so ein Kack Mario 64 Fake und irgendwie feiere ich dieses Spiel zu hart. Und da ist unser erster lila Kristall. Und keine unnötigen Stern-Einsammel-Animationen. Wir werden nicht per jedem Stern rausgeworfen. Das Plattforming ist so angenehm. Auch wenn es gerade irgendwie ein bisschen unangenehm schnell ist. Gibt's einen Kiwi 64 Speedrun? Wenn nein, soll ich der Erste werden?
Nee. Ich bin gestorben. Und das nicht nur innerlich. Übrigens, coole Flamme. Ist ein Falken und keine Flamingos. Sieht auch ein bisschen aus wie die eine Form von Dicta, die neue. Aus Pokémon. Nicht so. Ach, keine Ahnung, wie die neue Drecksgeneration heißt, Digga. Die Region, Digga, ist mir auch so scheißegal. Paldea, glaube ich. Ja, ich glaube Paldea. Digga, das wäre mal für irgendwas mal eine Bestrafung. 24 Stunden Stream, beziehungsweise so lang der Stream, bis man Paldea, beziehungsweise Pokémon Kamus jeden Popo durchgespielt hat. Oh, Digga, was wäre das für eine scheiß Bestrafung? Ich heb mir mal die Idee auf. Und das ist jetzt der letzte, glaube ich? Ah, ne, einer fehlt noch. Du kannst mal bitte höher schwingen? Also, ich kann einfach so machen. Nein! Manchmal vergesse immer, dass man hier einfach Shift drücken kann, dass man höher kommt, beziehungsweise schneller. Ich konnte es gleich. Speed erreicht hat. Und da ist schon der dritte. Und hier sind wir die Japano-Zeichen in der Wüste. Warum auch immer, Digga. Man denkt immer an die fertigen, schwitzigen Weeps. Ich bin übrigens auch einer davon. Oh, das ist ein Bossfight? Das war ein Bossfight, in Anführungszeichen. Und jetzt ist die Bahn stehen geblieben. Oh mein Gott, wie cool. Das ist halt die beste Entscheidung, dieses DLC nochmal zu spielen. Das heißt nochmal, jetzt zum ersten Mal zu spielen. Junge, aber mir fehlen noch irgendwie 6 Kristalle und ich weiß nicht wo. Ist hier oben einer drauf? Ich habe sogar eine Brille, Digga. Ich sehe aus wie Jonathan Joestar. Das ist eine Jojo-Referenz. Vor allem, das ist auch hier auch mit der Wüste, mit Ägypten, Digga. Mich würde sich wundern, wenn am Ende da irgendwie ein Dio kommt. Dio Brando! Halt dein Maul! Zum Thema verschwitzter Weep. Hey, wo sind diese anderen 7 verkackten Kristalle? Okay, da oben ist einer. Da unten ist noch ein Zahnrad. Weiß ja nicht, wie weit von der Map entfernt man hingehen kann. Oh, wie spinne ich eigentlich? Kann ich hier rein? Nee. 69. Kann ich die hier kaputt machen? Und vor allem fehlt ja noch ein blauer, was auch immer das war. Da oben, denke ich mal, können wir drauf irgendwie. Kann ich einen Arsch pieksen? Oh mein, wie habe ich den nicht gefunden? Dann fehlen mir noch 3 Zahnräder. Ich bin tot. Okay, cool. Ja. Ah, und hier ist ein Gegner. Muss ich einfach alle Gegner einmal besiegen? Ja, okay. Dann haben wir hier schon mal eins. Neben diesem komischen Terminator-Pferd. Dann haben wir hier die letzten 3 Sterne. Diesen neben dem Haus. Frage ist, neben welchem Haus? Ah, neben dem hier. Dann fehlen jetzt nur noch 3. Ich gehe mal davon aus, dass hier oben bei diesem krassen Vogel noch einer versteckt ist. Davon gehe ich jetzt nur mal aus. Aber wie soll ich da hochkommen? Also es fehlt noch ein blauer Stein. Oh mein Gott, ich bin da vorne vorbeigelaufen, ich Vollidiot. Und der spawnt neben einem. Habe ich nicht den 100 Sterne eingesammelt? Doch, habe ich. Warte, hier in der Mitte ist ja auch noch einer, den habe ich auch... Ah, das sind die beiden. Jetzt fehlt trotzdem nur noch einer. Ich gehe davon aus, dass der da oben ist. Aber wie komme ich da hoch? Der war nicht lila. Der war nicht lila. Der war grau. Der war nicht lila. Nun kommen wir zu diesem Level. Okay. Oh nein, das erinnert mich an Dark Souls 1. Ey, das kann ich auch. Oh mein Gott. Soll ich dann da durch? Kann man hier überhaupt Sachen einsammeln? Ich glaube, hier kommen wir noch nicht durch. Nein. Oder ist jetzt gleich einfach nur Endboss? Oh Mist, ich sterbe gleich schon wieder. Geh mal auf die Eier. Hey, muss ich erst das aktivieren? Ich glaube eher weniger übrigens, dass man das so machen soll. Ey, die Musik ist so geil. Nein, mein Freund. Nein. Ah, jetzt muss ich sie zerstören. Ich muss meinen Freund umbringen, damit ich meinen Freund retten kann. Komm her, Macbeth. Neben dieser komischen Gestalt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir können fliegen. Also, wir konnten schon vorher fliegen, aber wir können jetzt fliegen. Wir haben unendlich Double Jump. Oh. Darüber reden wir nicht. Hey, wir können unendlich fliegen. Ich kann unendlich fliegen und ich werde trotzdem getroffen. Ah, das ist ein Laser. So. Und jetzt zum Lohnkönig. Komm her. Alter, wirklich. Es ist fucking hell. Ja, was waren wir? Ah. Okay. Komm jetzt mach den Käfig auf. Ich muss mit meinem Pizzaboten nach Hause. Ey, wieso konnte ich jetzt nicht nochmal springen? Show me your moves. Ja, komm, dann zeigst du mir doch. Ja, okay, zeig's mir bitte später. Ich bin auch zu blöd. Lauf ganz in den Laser rein, okay? Mach mir in Ruhe. Aber ich weiß wirklich nicht, wie man keinen Damage bekommen soll. Starte ich jetzt? Ja, okay, starte in der zweiten Phase. Jetzt komme ich in die dritte Phase. Oder ich komme doch nicht in die dritte Phase. Oder ich bin eine fucking Kiwi. Das sieht irgendwie ein bisschen aus wie so ein Dönerspieß irgendwie. Jetzt ist er ein kaputter Dönerspieß und er jetzt... Oh nein, sag jetzt nicht, das ist jetzt, er ist jetzt böse oder so. Und warum konntest du es nicht vorher? Ich weiß, dass ich krass bin. Danke, bis später. Es ist eigentlich nur eine Fledermaus und eine Kiwi.
Dio Brando, halt dein Maul! Halt dein Maul! Dio Brando, ey, ich bin nicht blöd. Halt dein Maul. Ich hab's vorhin gekocht. Also, nebenbei Horn, falls du hier sehen solltest, was du nie sehen wirst, bring Super Kiwi 64 2. Mach nicht den Mario 64 Move. Und alle, die eingeschaltet haben, bis hierhin zugeschaut haben, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like und lasst ein Abo da. Ich versuche mal aktiver Videos zu bringen. Und deswegen sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Haut rein. Ciao.